Ich mag mich noch erinnern, da war ich etwa 9 oder 10. Und zwar habe ich in der Nacht meistens Schritte gehört. Und in dem Spalt, wo die Tür offen war, es waren immer Menschen, die dort durchgeschaut haben. Leibeli widerspiegelt die Lebendigkeit vom Tod und öffnet im Leben die Augen. Menschen erzählen in diesem Podcast über ihre Erfahrungen, die sie bei einem Jenseitskontakt gemacht haben und welche Wirkung das der Kontakt bei ihnen ausgelöst hat. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Leibeli. Heute haben wir eine besondere Konstellation, weil nämlich Nadja Christeller dabei ist. Sie hat beim ersten Leibeli-Podcast mitgemacht, bei der ersten Folge. Und sie ist heute wieder mein Gast. Herzlich willkommen, Nadja, bist du da? Danke und herzlich willkommen, liebe Petra. Du hast schon so viele gute Podcasts gemacht und Interviews gemacht mit Leuten, die über ihre Erfahrungen erzählen durften. Und du hilfst mit deiner Dienstleistung so gut den Menschen, dass sie über Verluste und über Menschen, die sie verloren haben, besser mit dieser Trauer umgehen. Ich denke, wir kehren es heute mal um. Ja, ist gut. Ich möchte gerne, dass du auch mal erzählen darfst, wie du eigentlich zu dem gekommen bist. Könntest du uns mal erzählen, wie das war, als du Kind warst? Hast du die Hellsichtigkeit oder die Gabe, die du heute als Beruf oder als Berufung ausübst, hast du das dann schon gehabt? Ja, ich mag mich noch erinnern, da war ich etwa 9 oder 10. Und zwar habe ich in der Nacht meistens, ja, mitten in der Nacht würde ich sagen, also nicht erst vor dem Einschlafen, sondern mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und dann habe ich Schritte gehört. Und ich weiss, wir hatten Teppich gehabt, weil ich hätte gar nicht dürfen Schritte hören. Und dann hat es immer in dem Spalt, wo die Tür offen war, hat es nachher immer Menschen gehabt, die dort durchgeschaut haben. Es ist niemand in mein Zimmer reingekommen, aber sie haben durchgeschaut durch den Spalt. Und ich habe natürlich am Anfang nicht gewusst, wer das ist, aber es waren alles Leute, die ich nicht gekannt habe, also nicht irgendjemand Verwandtes oder so. Und es hat mir sehr Angst gemacht. Sie haben nichts gesagt, es war still, aber sie haben so durchdringlich geschaut. Aber sie sind nicht reingekommen, die haben nur geschaut? Ja, die haben wirklich nur geschaut. Oh. Und es hat mir natürlich Angst gemacht. Ich habe irgendwann meiner Mutter davon erzählt, dass ich da so Begegnungen habe in der Nacht. Und vermutlich ist mir dann auch irgendwann klar, dass es gar nicht echte Menschen sind, sondern dass ich die einfach nur sehe. Ja, weil es ist ja nicht so, dass bei uns einfach jemand eingebrochen ist in der Nacht. Ja, genau. Genau, und darum ist es eigentlich klar gewesen, für mich, das sind Verstorbene. Leute, die vielleicht noch zu mir kommen, auf der Durchreise sind. Also ist für dich schon klar gewesen, oder hätte das jemand müssen erklären, dass das vielleicht verstorbene Seelen sind? Da weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, so mit 9 oder 10, dass es vermutlich nicht von mir aus kam, dass vielleicht als meine Mutter mir gesagt hat, dass das vielleicht Verstorbene sein könnte. Ja. Genau. Und sie hat dann einfach einmal gesagt, ja, du bete, dass sie wieder verschwinden. Also du auch darum bitten, dass sie verschwinden. Und ich habe mir dann schon auch zu Herzen genommen, weil ich mag mich erinnern, dass ich wirklich manchmal unter der Decke war, wenn ich sie gesehen habe und wirklich bete dann. Und dann manchmal schweissgebadet wieder unter den Füßen geschaut haben, sie sind oft einfach immer noch da gewesen. Und darum weiss ich auch so, es ist kein Traum, es ist echt, weil ich habe wirklich dort tot ausgestanden in dieser Nacht. Also in verschiedenen Nächten natürlich. Hast du Licht gehabt in deinem Zimmer, so wie ein Nachtlicht, das viele Kinder haben? Oder ja, genau. Ist es ganz fest gewesen? Nein, es war so ein 80er-Jahr-Licht gewesen. Ich mag es noch erinnern. Ja, so die grüne und orange, ja. Gerne. Also ein oranges gehabt, genau. Und also dann haben sie halt so geschimmert, sie haben schon reingeschaut. Man hat es schon gut gesehen. Okay. Hat das Umfeld mitbekommen von dir, deine Freunde, Kollegen, Schulkameraden, Nachbarn? Hat die das gewusst? Ich glaube nicht bewusst, dass ich es erzählt hätte. Wirklich nicht. Ich habe mich sicher meiner Mutter anvertraut, aber nein, sonst hätte es glaube ich niemand gewusst. Aber ich weiss, ich habe meiner Mutter vielleicht darüber geredet, dass ich meinem Lehrer auf der 1. bis 3. Klasse immer wieder Sachen erzählt habe, die ich wahrgenommen habe, die ich eben über die eine Szene ist mit dem Tempel, römisch-griechischer Tempel war das, den ich noch einmal gesehen habe auf einer Wiese. Und das war der Tagtour aber. Und für mich war der Tempel echt. Und ich weiß einfach, dass meine Mutter erzählt hat, dass ich das auch dem Lehrer dann eben gesagt habe. Im Unterricht aufgeschreckt habe. Und keine Ahnung, ob sie über das Thema hatten, aber sicher nicht. Es ist sicher nicht um das Thema gegangen. Habe ich auf dem Tempel erzählt. Und du hast dann beschrieben, du hast ja, wir sehen auch noch heute den Tempel. Das ist so, ah, der taucht einfach auf? Ja, ich bin zwar nie irgendwie
keine Ahnung, in Rom oder in Griechenland, in Athen, dass ich Tempel gesehen hätte. Ja. Aber ich habe einfach als Kind den Tempel in echt wahrgenommen. Mhm. Das ist schon noch schwierig für dich, wenn du Sachen gesehen hast, die andere einfach nicht wahrgenommen haben. Für mich war es echt, gell? Ja, für dich schon. Mhm. Haben sie dich nicht verurteilt, die Leute? Das weiss ich gar nicht, du bist ein bisschen also, das ist gar... Nein, das ist mir... so eine Erinnerung ist es nicht, aber du, vielleicht haben sie schon, aber es ist nicht in meiner Erinnerung. Also hast du noch mehr so solche Momente gehabt, ausser mit dem vom Tempo, durch den Tag, wo die anderen rum waren? Ich weiss einfach, dass es manchmal so Momente gegeben hat, bei uns daheim, in unserem Haus. Wir haben gewusst, dass dort früher jemand anders gewohnt hat, der auch Alkoholiker war und ich glaube, auch ein Messi. Mhm. Und ich habe einfach, bevor ich das gewusst habe, immer wieder so zu gewissen Zeiten, also ob es um Vollmond herum war, habe ich einfach eine ganz schlechte Energie gespürt. Und spannenderweise hat meine Mutter, wenn ich sie einmal gefragt habe, gesagt, sie spüre sie im Moment auch gerade. Das ist so das, es war so ein Dämmerungszustand gewesen, und meistens ist dann die Nacht schlimm geworden. Also wie, einfach, ja, man merkt, da ist irgendeine Anwesenheit da, irgendetwas ist da nicht aufgelöst. An dem Ort, wo wir, obwohl ein neues Haus drauf aufgebaut worden ist, haben wir gewusst, da ist irgendetwas komisch. Aber es waren so die einzigen Empfindungen gewesen, die ich einfach noch weiss. Vielleicht hat es auch noch andere gegeben. Mhm, was du vielleicht gar nicht mehr weisst, gell? Mhm. Und dann mit der Zeit bist du erwachsen worden und nachher hast du das nicht mehr gehabt. Mhm, ist das nachher wie verschwunden für einen Moment? Ja. Und wann ist es dann wieder vorgekommen? Ja, es ist wirklich wieder weg in der Pubertät, das sagt mir auch noch jemand, die ist man so mit sich selber beschäftigt. Und es war eben mehr so, wenn wir, obwohl ich mich immer für diese Themen interessiert habe, wir hatten auch so Mondo-Bücher, wo man so verschiedene Themen hat können, genauer anschauen mit Bildern und natürlich auch viel Text. Und so, alles, was irgendwie übersinnlich war, hat mich sehr schon interessiert, schon als Kind. Und ich habe dann auch in der Lehre so Reinkarnationsbücher gelesen, weil auch das Thema Glauben hat mich interessiert, aber nicht der katholische Glauben, den ich so mitbekommen habe durch den Unterricht, sondern eigentlich so das ganzheitliche Leben, auch so der Sinn, dass man vielleicht auch noch mehr lebt als nur ein ist, dass es noch mehr gibt als das, was wir sehen. Das ist schon als Kind, ist es schon bei mir eigentlich ein Thema gewesen, das mich sehr interessiert hat, aber erst mit 19, wo ich ein Schädeltrauma hatte und sehr starke Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, genau, natürlich auch. Also, dann hatte ich monatelang durch das dann Schmerzen gehabt. Eigentlich erst das Schädeltrauma hat mich wieder zurückgebracht durch verschiedene so Therapeuten, wo mir Kraniobehandlungen gemacht haben, so kraniosakrale Behandlungen oder Energiebehandlungen. Dort habe ich eigentlich gemerkt, ich nehme noch viel mehr wieder wahr. Und wie ist es zu diesem Schädeltrauma gekommen? Ich habe in der Apotheke gearbeitet, in der Bellevue Apotheke in Zürich damals. Und wir hatten so einen Einbaulift im EG, wo vom UG immer wieder Medikamente geschickt worden sind. Und ich weiss, ich bin in den Lift, ich habe die Lifttür aufgemacht, bin rein, gehe etwas holen, was ich bestellt habe. Und bin einfach zu früh wieder rauf mit dem Kopf, relativ ruckartig, von einer knäulenden Haltung, eigentlich in eine aufrechte, waagrechte Haltung. Und dann habe ich wirklich meinen Kopf, meinen Schädel oben angeschlagen an dem Dach von dem Einbaulift. Und es hat wirklich so geknackt wie ein Stück Holz, und aufeinander brichst. Ich habe es selber auch gehört und in dem Moment bin ich irgendwie nicht mehr so richtig bei mir gewesen. Ich bin zwar nicht ohnmächtig geworden, weil es auch gerade Kolleginnen um mich herum hatten und das natürlich gerade gehört haben. Und sie sind alle zusammengezuckt und sind zu mir gekommen. Haben aber gleich auf Abend, müssen erbrechen. Ich habe ganz starke Kopfschmerzen bekommen, musste liegen, bin dann auch heim. Und klar, dann habe ich durch einen Halskragen bekommen. Man denkt, ich habe ein Schleudertrauma, falsch behandelt worden. Ganz viel Physio ist mit mir gemacht worden. Das würde man heute, glaube ich, alles nicht machen. Jedes Mal nach der Traktion, sage ich jetzt mal, in der Physiotherapie, jedes Mal wieder ganz in einem schlechten Zustand heimgeschickt worden. Ja. Mir ist es also über Monate wirklich ganz schlecht gegangen. Das ist noch heavy. Mhm. Ich konnte zwar zum Teil schon arbeiten, aber dann hatte ich manchmal so wie Anfälle gehabt, wo ich dann ganz kalte Beine, ganz kalte Hände bekomme und Kopfweh, Migräne, ich habe nichts mehr verdreht, kein Licht mehr, musste dunkel sein, alles. Und dann habe ich einfach ein paar Stunden warten, bis es wieder ein bisschen besser geworden ist, aber ich habe nonstop Kopfweh gehabt. Das ist dann brutal. Das ist gar nicht weg. Ja, das ist noch heftig. Dann sollte es funktionieren durch den Tag. Ja. Kannst aber nicht, weil du Schmerzen hast. Mhm. Schmerz mit und dann durch und ist auch nicht das. Ja, ich habe viel nicht genommen. Das, oder? Mhm. Oh je, oh je. Und dann durch Therapien, weil das nicht weg ist, hast du immer wie mehr plötzlich wieder die Fähigkeiten anfangen zu machen. Ja, genau. Oder anfangen zu bekommen.
Vielleicht der ausschlaggebende Punkt war, dass mir ein Arzt in Hirslande dazu mal gesagt hat, eben, da bin ich 2 Jahre später, vielleicht bin ich dann 20 gewesen, hat er mir gesagt, ja, ich will jetzt das Leben lang mit diesen Schmerzen zu kämpfen haben. Und das ist nicht etwas, was man mit 20 einfach so akzeptieren kann, dass es jetzt einfach so wird bleiben. Und dann haben wir einfach auch meine Mutter das Gefühl gehabt, es muss doch vielleicht einfach noch einen anderen Weg geben, wenn man mir irgendwie unterstützend sein kann, wenn die Medizin, die Schulmedizin einfach nicht mehr weiterhelfen kann. Das ist noch heavy, wenn so eine Diagnose kommt. Der Arzt weiss ja nicht, ob du nicht mal eine Selbstheilung kannst erleben kannst. Ich finde das noch verrückt, wenn sie nachher so Diagnosen stellen und einem so einen Glaubenssatz einpflanzen im Unterbewusstsein, wo man nachher nicht mehr gesund werden kann, weil man glaubt, man wird nicht gesund. Genau. Also ich finde das verrückt, dass da manchmal passiert, unbewusst oder nicht gewollt. Ja, und einfach nicht menschlich übergeben. Ja, wir müssen mit Leben, Punkt. Ja, und genau bei dieser Energiebehandlung, beim Kraniosakral, dort habe ich halt einfach gemerkt, dass ich die Energie spüre fliessen. Und habe aber gewusst, also, dass ich eines Tages wieder eine Rückführung mache, weil ich habe für mich gespürt, dass es ein Trauma ist. Weil sonst hätte ich ja vermutlich nicht noch Jahre später, also mit 19 ist das passiert und mit etwa 23 habe ich die Rückführung gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, da ist noch mehr, so quasi unter dem Eisberg. Da muss noch irgendetwas unter dran sein, unter der Oberfläche, die ich anschauen muss. Genau. Ja, wenn etwas nicht heilen will, dann hat es ein Trauma dahinter. Und man muss umprogrammieren, damit man in die Heilung kommt. Das und ist eigentlich noch brutal für solche Sachen, aber der Körper zeigt es einem näher. Ja, und ich habe gerade eben gedacht, meine Rückführung, das ist eigentlich Hypnose. Ja, genau. Das ist ja nichts anderes. Erzähl mal ein bisschen von dieser Rückführung. Ja, ich bin 3 Mal gegangen, etwa im Abstand von jedem Monat oder 3 Wochen. So und, das rum. Und das erste Mal, und da bin ich natürlich auch so einem bequemen Stuhl, also ich weiß nicht, ich bin gelegen, aber da kann man ja auch liegend machen, gell? Das ist so ein magischer Stuhl, den du hast, bin ich gelegen. Und sie hat, das ist natürlich auch schon lange her, gell? Sie hat mich einfach angeleitet, da weißt du besser, und hat mich so entspannt, dass ich nachher zwar noch wach war, ich habe den Hund gehört bauen von ihr, aber eigentlich war ich sehr, sehr entspannt. Es war mir alles eigentlich gleich, was ringsum läuft. Ja, genau. Das und hat sie mich noch gefragt, was ich letztes Jahr zur Weihnacht bekommen habe, und dann vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, und irgendwann ist meine Kindheit zurück. Und dann hat am Anfang schon noch der Kopf reagiert und hat überlegt, was habe ich gedacht, der hat bekommen, das weiss ich doch gar nicht. Und trotzdem kommt dann aber irgendein Gefühl, ein Impuls, und du sagst, und du weißt nicht mehr, ob es jetzt richtig ist oder nicht, du sagst es einfach. Das war so für mich eine Überwindung in die Hypnose, weil ich das Gefühl hatte, der Kopf muss jetzt nicht mehr entscheiden. So. Ja, man hat eine falsche Idee von Hypnose, gell? Ja. Wenn man da die Show-Hypnose sieht, hat man das Gefühl, man sei weg und machtlos. Und das ist ja alles nicht der Fall. Nein. Der Zustand Hypnose und Wachzustand ist so klein, gell? Ja, das ist wirklich so. Du bist so zwischen drin. Und trotzdem hast du nachher so viel mehr Zugang. Also, beim ersten Mal ist es darum gegangen, dass wir den Unfall haben, immer wieder angeschaut, wie das zu diesem Unfall gekommen ist. Und ich habe x-mal, Nadja, x-mal den Kopf angeschlagen in diesem Lift. Ja, das glaube ich. Weil ich habe auch gemerkt, immer wenn ich vorher von diesem Unfall erzählt habe, habe ich jedes Mal also wie eine Anspannung in mir drin gehabt, ein Zittern, und meine Stimme hat sich sofort verändert, weil ich gemerkt habe, da ist etwas immer noch aktiv, das einfach noch nicht verarbeitet war. Und das immer wieder in das Bild zurückgehen, wo ich den Kopf angeschlagen habe, was auch vorher passiert ist, wir hatten sehr viel Stress gehabt. Immer wieder zu wenig Mitarbeiter, die Chefin, die ganze Zeit durch die ganze Anlage durchgerufen hat, wir brauchen noch mehr Mitarbeiter, es war so eine stressige Situation gewesen. Und dann die, der Hypnose immer wieder zu erleben, hat mir wirklich geholfen, können zu akzeptieren, was passiert ist. Und dann den Kopf anschlagen, und dann bin ich aber sehr erstaunt gewesen, als ich dann plötzlich gesagt habe, ja, aber meine Füße, die sind jetzt nicht mehr am Boden, sondern die schweben über mir. Also ich habe die Füße etwa so bei mir neu gehabt. Und habe gemerkt, dass mein ganzer, sage jetzt mal, anderer Körper so aus mir rausgeschwappt ist, aber ich nicht gerade verlassen habe, sondern so über mich rausgeschwappt. Und das Gefühl nachher da oben. Das ist schön gewesen. Das ist wunderschön gewesen, ja. Das ist, und das hast du gar nicht gewusst, das hast du erst nach der Hypnose eigentlich deine Erinnerungen haben das vorgebracht, dass du da in dem Moment, wo du den Kopf hast, wahrscheinlich wie ein Nahtoderlebnis hast. Ja,
Genau. Und das hast du im Bewussten gar nicht gewusst, wir werden ja geschützt. Ja, das habe ich wirklich nicht gewusst. Und es war aber auch der Teil, mhm, wo ich gemerkt habe, die Hypnose, die mein Kopf immer noch gewirkt hat und gesagt hat, nein, das kann doch gar nicht sein. Ja. Weil ich habe so viele Bücher, also so viel. Ich habe ein paar Bücher gelesen über Reinkarnation oder eben auch über vielleicht, was ist, wenn man nicht ganz stirbt. Und dann habe ich auch gedacht, nein, das kann ja nicht sein, sonst wäre ich ja jetzt nicht mehr da. Ich war ja nicht im Tode nahe gewesen. Also ich habe wirklich vom Verstand her Mühe gehabt, das zu akzeptieren, dass das Bild kommt. Ja. Das habe ich gar nicht wollen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, oder? Ja, und habe aber dann gemerkt, wie schön es dort oben ist, wie friedlich. Und dann hat sie mich dann gefragt, ja, ob ich dann noch schnaufe. Und dann habe ich schon sofort gesagt, nein, ob dann mein Herz noch schlägt. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann sagt sie, ja, welchem Zustand ich dann sei. Und das war so schwer, Nadia, das zu akzeptieren. Ich habe so lange um den heißen Brei geredet und mich rausgewindet, bis ich eigentlich gesagt habe, ich sei in einer Metamorphose. Okay. Und so mit 23, ich weiss, ich habe das Wort wirklich nicht gekannt. Ich weiss natürlich jetzt, was es ist, aber... Das ist auch einfach gekommen, das ist einfach gekommen, das Wort. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass es durch mich wirklich gekommen ist, sondern wahrscheinlich hat irgendwie die geistige Welt gedacht, so, jetzt sag doch einfach mal. Das ist doch klar und das ist doch logisch, was das ist, oder? Und noch das beschreibt ja auch nur die Situation. Sie hat dann sich noch nicht zufrieden gehabt. Sie sagt, ja, aber was ist denn, wenn man in einer Metamorphose ist? Ja. In dieser Umwandlung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin tot. Es hat so viel gebraucht, das zu sagen. Ich war ja nicht da, ist ja klar. Ich habe auf dem Schlag gelegen und trotzdem musste ich sagen, ja, im Moment bin ich tot. Ja. Es hat extrem viel, darum ist auch gut, dass ich ein paar Wochen so Pause hatte, zum Zweiten. Es hat schon noch so einiges in mir bewegt. Zu akzeptieren, dass es kann sein kann, dass man eine Nahtoderfahrung macht. Und manchmal ist Sekunden, weißt du? Ja, genau, Sekunden-Nahtoderfahrung. Ja, so. Nur so schnell. Ja. Die gehen ja viel länger. Ja. Wenn sie dann da ganz krasse Sachen erleben, haben sie Nahtoderfahrungen, wo sie das Gefühl haben, sie seien lange da gewesen. Ja. Und wenn man dann auch wieder in unserer Zeitspalte innen steht, merkst du, es war eine Viertelstunde oder so. Mhm. Ja, und man muss eben nicht dem Tode nahe sein. Also, das habe ich immer gedacht, dass das so nur ist. Nein, du kannst es auch durch eine Hypnose machen. Mhm. Oder du kannst auch, es gibt effektiv Leute, die mit Drogen, aber geführte Therapien mit Drogen machen, für das zu erreichen. Mhm. Ist ein bisschen umstritten. Mhm. Aber sie haben sehr viel Erfolg mit dem auch, scheint's. Ja. Ist jetzt gerade ein Dokumentationsfilm rausgekommen von dem. Netflix. Ja, genau. Und das ist noch spannend, weil du kannst dort genau das, was du jetzt selber erlebt hast, können sie hervorrufen. Mhm. Ist aber eben gefährlich, dass die Leute nur noch dort rein wollen, weil sie die Liebe spüren. Gell? Ja, genau. Und das ist dann das Gefährliche, wo sie dann abhängig werden, weil sie wieder die Drogen suchen. Mhm. Darum ist es ja verboten. Das zweite Mal, als ich zu ihr gegangen bin, haben wir die Geburt angeschaut von mir. Ja. Und ich weiss, ich habe schon gewusst, dass ich eine schwierige Geburt hatte, eine Zangengeburt. Und habe aber nicht gewusst, was sonst noch so alles passiert ist während der Geburt. Habe aber wirklich auch gemerkt, in diesem Geburtskanal, wie ich gekämpft habe, weil ich nicht an diesem Tag auf die Welt kommen wollte, anscheinend. Ich wollte ein anderes Datum, ein paar Tage später. Ah, ja. Habe ich dann auch gesagt, während der Rückführung, dass ich nicht dann kommen wollte. Und mich aber ergeben habe, weil ich plötzlich meine Mutter oben mir schweben gesehen habe. Also ich war auch im Bauch gewesen, in diesem Kanal, Geburtskanal, habe aber meine Mutter schweben gesehen und gewusst, entweder komme ich jetzt oder sie stirbt. Mhm, genau. Das ist wirklich, dann habe ich mich ergeben. Also ich habe gewusst, jetzt muss ich loslassen mit dem Wunsch, ein paar Tage später wieder auf die Welt zu kommen. Okay. Geht es nicht anders, weil bevor wir in die Rückführung sind mit der Geburt, bin ich noch einen Moment an dem Punkt gewesen, wo ich noch, sag jetzt mal, in der jenseitigen Welt war. Und habe gespürt, wie grosse Sehnsucht ich habe, genau zu meiner Mutter zu kommen. Oh, so schön. Also, es ist so schön, ich habe gewusst, nur zu ihr. Es gibt niemand anders. Sie. Und vielleicht war es ja auch gut, dass ich die Sicht noch hatte. Mhm. Weil nachher, ja, dann bei der Geburt habe ich gemerkt, also wenn ich sie will, dann muss ich jetzt aber einfach loslassen. Mhm. Und dann bin ich irgendwie rausgerissen worden mit dieser Zange. Ja. Genau. Und das hast du natürlich auch alles nur in der Hypnose gesehen. Das hast du in deinem Bewusstsein, in deinem Leben gar nicht gewusst. Nein, also ich habe gewusst, dass ich eine Zangengeburt hatte, aber mehr nicht. Ich habe nicht gewusst, dass es so, so schwierig war. Ist das nicht unglaublich, was man kann? Was ist das Unterbewusstsein an und für sich alles rund um uns speichert, wo wir gar nicht alles im Tagesbewusstsein haben? Mhm.
Spannend. Und das war eben das Kopfthema. Ja. Also so am ersten Mal das Kopfthema, dann ein Geburtskopfthema. Und das dritte Mal, als ich gegangen bin, haben wir uns natürlich wieder dem Trauma angenähert. Es ging nicht darum, gegangen, irgendein Leben anzuschauen, das letzte Leben, sondern eines, das mit dem Trauma aus meinem heutigen Leben zu tun hat. Ja. Und dort habe ich mich gesehen, ich habe gewusst, obwohl ich ja auch in meinem Bauch war, also auch als Embryo in meinem Bauch, habe ich aber gewusst, dass ich irgendwo in einer Schür bin. Ich habe also von außen alles gesehen. Ich habe dann gesagt, die Sonne scheint hell durch das grosse Tor rein. Und ich habe gewusst, dass jetzt meine Geburt bevorsteht. Und ich habe auch meiner Hypnosetherapeutin gesagt, ich wüsste ganz genau, dass es wichtig sei für mich, dass ich mit den Füßen vorankomme. Weil derjenige, der mich rausholt, der hat bis jetzt nur Tier auf die Welt gebracht, also Kuh, sag jetzt mal. Und ich habe ja nicht gewusst, wie ein Tier auf die Welt kommt. Gell? Also, ich habe mich dann schlau gemacht, aber ich habe nicht gehabt. Aber das ist so gesagt, so wie ganz plausibel. Also muss ich also auch mit den Füßen vorankommen, dass der mich mit den Füßen rausziehen kann. Mit jemandem am Kopf. Mit jemandem am Kopf, genau. Das ist so meine, ich habe die Geburt selber nicht erlebt. Es ist ja nicht um die Geburt gegangen. Sie hat mich dann irgendwann wieder hergeführt in mein Leben, als ich schon junge Frau war. Und habe, auch als ich noch keine Ahnung hatte, gesagt, ich habe ganz, ganz lange braune Haare, ich habe den Namen und alles gesagt, und auch, wo ich quasi gelebt habe, in welchem Land. Auch welches Jahrhundert. Ich habe alles einfach auf Zahl können sagen, ohne dass ich es mit dem Kopf wissen konnte. Es ist einfach gekommen. Ja, das kommt einfach von den Ja. Und du bist so erstaunt, wenn du deinen eigenen Namen kannst sagen dabei, hallo. Du weißt gar nicht, dass es diesen Namen überhaupt gibt. Also sogar Vor- und Nachnamen. Also, das ist schon krass. Zumindest war ich irgendein Kind von einem Soldat und einer armen Frau, die in diesem Land gelebt hat. Und als ich gesagt habe, dass ich so braune, lange Haare habe, habe ich noch gesagt, ich habe im Fall nicht rote Haare. Und ich habe aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, wieso dass ich das sage mit diesen roten Haaren. Und sie ist dann mit mir am Todeszeitpunkt und habe mich dann gesehen in einer, also ich habe die Tür gesehen, die schwere, holzige Tür mit dem Schloss, das es so gar nicht gibt. Weißt du, so in der heutigen Zeit hatte es so ein Gitter gehabt, wo man hätte rausschauen konnte. Und ich habe gewusst, jetzt geht es nicht mehr lang und ich sterbe. Mhm. Und mir geht es aber eigentlich gut, so, oder, körperlich. Sie hat mich dann rausgelassen, bin abgeführt worden, ich habe das Gefühl, ich war gefesselt gewesen. Und das Volk hat enorm schlimme Sachen zu mir gesagt. Die haben mich Sachen angeschossen, mich beworfen. Oh. Und dann habe ich natürlich gewusst, was passiert. Also vielleicht hat auch der Verstand dann gesagt, weil ich habe dann plötzlich so einen Scheiterhaufen gesehen. Ja, dann bist du verbrannt. Ja, und dann, aber was noch spannend war mit dem verbrannt werden, es war eigentlich keine Hitze, die dann von unten aufgekommen ist, sobald das Feuer immer mehr gelodert hat. Es ist von unten auf plötzlich einfach alles so ganz, ganz kühl geworden. Also ich habe von unten her so eine Kühle empfunden und irgendwann ab der Mitte habe ich gemerkt, wie mein Geist meinen Körper verlässt. Mhm. Und dann habe ich plötzlich dann nur noch alles von oben her gesehen und bin dann weg. Das war so meine Sicht. Also dass du die Schmerzen nicht normal durchmachen? Ja, oder dass das gar keine Schmerzen hatte. Ja. Sondern eben Kühle anstatt Hitze, wenn das auch normal ist. Mhm. Bei Hypnose, dass man das so anders erlebt. Also nicht schmerzvoll, aber... Es tut dem natürlich so zeigen, dass man auch mit dem leben kann. Ja. Gell? Es kommt auch in der Hypnose kommt auch nichts vor, wo du nicht damit umgehen kannst. Mhm. Meistens kommen auch nur Sachen vor, die mit dem Thema, wo du in die Hypnose gehst, einen Zusammenhang haben. Mhm. Das ist schon noch spannend. Es wird ja von dir gesteuert, was da kommt und was nicht. Das können Therapeuten nicht steuern. Mhm. Ja, es war schon noch bewegend. Ja, es war spannend. Sie hat mir sehr viel in mir bewirkt. Und ich muss auch sagen, ich hatte nachher nicht mehr die Probleme gehabt, weißt, mit über das Ereignis reden, über den Unfall reden. Es hat sich beruhigt. So, mein Geist ist auch ruhiger geworden, mein Körper ist ruhiger geworden. Du alles noch Schlimmeres erlebt hast. Ja. Und das hat es ein bisschen minimiert. Gell? Mhm. Es hat es umprogrammiert und verändert. Genau. Was sie noch alles natürlich gesagt hat, weiss ich nicht mehr so viele Jahre später. Genau. Aber ich habe auch gemerkt, dass meine Schmerzen nicht mehr so stark sind wie vorher. Und ich konnte auch ein bisschen Frieden finden mit all dem, was passiert ist. Also auch mit dem Unfall in diesem Leben. Ich habe immer schon gesagt, es ist so wie wenn ich 7-Meilen-Stiefel angelegt hätte, weil ich mit viel grösseren Schritten durchs Leben gehe, weil ich halt viel, viel mehr mitbekomme, viel mehr wahrnehme wieder. Und auch eine Dankbarkeit hatte. Ich habe immer gesagt, ich bereue nicht, dass der Unfall passiert ist. Weil er hat mir so viele neue Türen geöffnet. Und ich wäre einfach dafür kein Medium, wenn ich nicht den Unfall gehabt hätte. Das hätte müssen sein. Das war eigentlich das Schlüsselerlebnis, dass du das wieder hast in dein Leben hineingenommen. Ja.
die Gabe zu fühlen und dich zu verbinden mit der geistigen Welt und so. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Wenn jetzt ich als Klient zu dir komme und dir einen Namen sage und du verbindest dich nachher mit der geistigen Welt, wie machst du das? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist eigentlich ein Absichtsetzen. Ich sage immer, es ist nicht eine riesige Akrobatikübung, die ich mache. Also ich muss vielleicht noch vorab sagen, dass ich die Ausbildung eigentlich erst mit 35 angefangen habe. Vorher habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass ich dann mal ein Medium werde. Also ich bin wirklich auch dazu hergeführt worden. Und wenn ich jetzt heute Kundschaft habe, dürfen sie mir eigentlich gar nicht viel voraussagen. Sie sagen mir den Namen, Vor- und Nachnamen, wie du es gesagt hast. Und dann verbinde ich mich, indem ich dann auch darum bitte, dass die Person, sage ich jetzt mal, obwohl es natürlich die Person nicht mehr so ist, ist ja ein Geist, ist eigentlich eine Seele, verbinde ich mich aber gleich mit dem Vor- und Nachnamen mit ihr verbinden, mit ihm, und sie einfach bitte, oder ihn bitte, dass sie die ganze Nacht zu mir kommen. So nach, dass ich sie so gut wie möglich kann spüren. Und dann haben wir ja, wir alle Menschen haben Hellsinn zur Verfügung, also nicht nur die Sinn, die wir sonst nutzen, sondern ich kann also hell sehen, ich kann hell fühlen, hell tasten, hell spüren, also auch hell wissen und auch hell hören. Und es ist, bei jedem Medium ist es ein bisschen unterschiedlich. Man hat meistens zwei, drei Sachen, die einem so quasi ein bisschen in die Wiege gelegt werden, aber die können sich auch ein bisschen verändern. Bei mir ist es im Moment immer noch Bilder, also ich habe immer noch Bilder, die ich mit über, also wahrnehme, aber auch sehr viel hell hören, dass ich zum Beispiel meiner Kundschaft sage, er oder sie sagt jetzt gerade. Es ist aber nicht so, dass ich wirklich eine Stimme habe, die mir da etwas sagt, sondern das Hellhören kann man sich vorstellen, das ist wie Telepathie. Und trotzdem versteht man, was der andere einem sagen will, auch wenn man es nicht wortwörtlich hört. Aber manchmal ist es wirklich so, und das ist echt der schönste Kontakt, wenn mein Gegenüber auf der anderen Seite sagt, ja, aber er oder sie, genau so hat sie geredet. Oder genau diesen Witz hat er gemacht. Oder genau das Wort hat er jetzt genau gebraucht, auch zu Lebzeiten. Das ist nicht das Wort, das ich brauche, aber das ist das, was also quasi meine Verstorbene gebraucht hat. Aber das ist genau das, was der Klient braucht nicht. Ja. Genau diese Beweise. Ich meine, wenn du sagst, da ist ein grosses da und das hat da so ein Röckchen an. Und ja. Das sind so alltägliche Sachen. Ja. Ist das für deine Klienten kein Beweis? Und viele kommen sicher auch zu dir, die absolut nicht an so Jenseitskontakt glauben. Ja. Weil sie noch nie in ihrem Leben mit dem in Berührung gekommen sind. Also es sind so ja Sachen, die du übergehst, mit Wort und allem, ist ja für die Leute wahnsinnig Beweis. Dass das ja, dass der Mensch mit Energie durch die Botschaften gibt. Das finde ich so etwas Wertvolles. Und das braucht es ja schon, wie du gerade gesagt hast, nur so das Oberflächliche, das Grosse hat Freude und liebt dich und schickt dir einen Kuss oder irgend so etwas. Das ist das, was man halt manchmal hört, wo die Leute das Gefühl haben, ja, vielleicht läuft da gar nicht viel mehr. Und was auch nicht läuft, was man öfter mal hört, ist, dass ich irgendwie vom Gegenüber alle Informationen nehme. Weil oft, und das kannst du glaube auch bestätigen, oft sagen mir ja die verstorbenen Sachen, die ja das Gegenüber gar nicht wissen. Vielleicht hat sie erst vorher noch mit abklären, ob es dann wirklich so gewesen ist, gell? Ja, in dieser Sitzung, die ich durfte bei dir machen, mit meiner Tochter zusammen, das hat so viele Beweise gegeben, die er dir gesagt hat, die ich nicht gewusst habe. Wo die Tochter nicht gewusst hat. Also ich muss sagen, du bist grandios dadurch. Ich habe das erst Wochen später habe ich die Beweise automatisch bekommen von seinen Kollegen, dass das ja stimmt, was du da sagst. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, kannst du jetzt schon sagen, keine Ahnung. Aber es ist, die Beweise sind dann im Nachhinein sind die gekommen. Und die Kollegen mir Sachen erzählt haben, die er gesehen hat nach dem Tod. Und ich gemerkt habe, wow! Ja, das ist das, was gigantisch! Schön ist. Das ist das, was ich so schön finde. Es geht gar nicht nur um das Leben, das war, sondern es geht auch darum, was sie mitbekommen von jetzt, von unserem Leben. Ja, ja. Also ich habe manchmal kaum, also kaum, das für mich sind es ja kaum, ich tue mich gar nicht so fest mit meiner Kunde, die vor dran sitzt, kümmern, aber sie, meine, sage jetzt mal, Verstorbenen, die dann, das ist ja ein Blind Date, das ich mit denen habe. Ich lerne die einfach neu kennen. Ja. Ich kenne sie ja vorher nicht, ich weiss ja nichts über sie. Und sie erzählen ihr etwa die, weißt du, was, Familiengeschichte, Geschwister die untereinander, wenn sie irgendwie Krach haben. Oder zum Teil können wir auch Hilfestellungen, was sie vielleicht noch so oder so machen würden. Also es ist noch so spannend. Es geht nicht, hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern es geht wirklich immer ums Jetzt. Ja. Ums Jetzt. Und dass sie eben auch wollen, dass wir mitbekommen, dass sie noch da sind. Ja, und dass wir vielleicht besser die Trauer loslassen können.
Den Mensch müssen wir ja nicht loslassen. Ja, genau. Aber besser mit dem kann ich umgehen, dass der Mensch nicht mehr umarmen kann, nicht mehr das Käfchen nehmen kann, nicht mehr heben. Und das finde ich schon noch schön. Und was beschäftigt denn die Verstorbenen am meisten dort? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist auch wieder unterschiedlich. Wenn jemand kommt, der vielleicht erst verstorben ist vor 3 Monaten, ist es etwas anderes, als wenn es vielleicht schon ein Jahr, 2 oder sogar noch länger her ist. Das merke ich sofort auch, wenn sie mir den Lebensfilm zeigen. Also, wenn ich vom Lebensfilm kann schauen kann, dann sehe ich manchmal, dass sie gewisse Teile noch nicht angeschaut haben. Und das ist immer ein Indiz, dass es vielleicht noch nicht so lange her ist. Weil meistens wollen wir eigentlich in der geistigen Welt uns allem stellen, wo wir vielleicht zu Lebzeiten uns manchmal gewehrt haben oder eben vielleicht nicht geschaut haben. Also stellen wir uns dann freiwillig, es geht nicht um Bestrafung oder so, sondern schauen freiwillig an, was vielleicht ein bisschen gut gelaufen ist und was vielleicht ein bisschen weniger gut gelaufen ist. Und dort sieht man gut, wenn jetzt die Kindheit jemand nicht anschaut, dann denke ich, ah ja, aber da, der Teil hast du angeschaut, da brauchst du vielleicht noch ein bisschen länger Zeit. Ja. Und da bist du vielleicht auch noch nicht so lange in der geistigen Welt, das merkt man. Und was sie beschäftigt, eines Teils, wenn sie merken, dass gegenüber, also meine Kundschaft, sehr immer noch stark in der Trauer ist, dass sie das Leben nicht weiterleben können. Mhm. Also sie spüren genauso. Ich habe vielleicht jemanden gehabt, die Person war so sehr in der Trauer gewesen und der Kontakt hat mir gezeigt, dass sag jetzt mal, er selber auch noch so stark in der Trauer ist. Weil es für ihn schwierig ist, wenn er sieht, dass die richtige Person so sehr damit hadert. Also die leiden mit? Die leiden auch mit. Also es geht ihnen in dem Fall besser. Mhm. Wenn es uns besser geht, geht es ihnen auch besser. Ja, sozusagen. Unbedingt. Und das ist eigentlich auch etwas, das kann man gut nachvollziehen. Ja. Ich stelle mir auch manchmal selber vor, wie wäre es, wenn ich in der geistigen Welt wäre, würde ich auch nicht wollen, dass meine Familie nur am Grennen ist und einfach so damit hadert. Ich würde auch wollen, dass sie wieder weiterleben. Und das geht mit dem Thema loslassen, das gehört mir so viel, man muss halt loslassen. Nein, man muss ja nicht loslassen. Wie du sagst, wenn man weiss, dass man ja immer in der Zeit in Kontakt kommen kann mit seinen lieben Verstorbenen, dann ist es ja kein Loslassen, sondern eben wie ein Akzeptieren, dass man halt einfach gewisse Sachen nicht mehr kann, wenn man halt keinen Körper mehr hat. Ein Annehmen. Wir machen natürlich immer nach dem Jenseitskontakt auch noch eine Übung, wo man selber kann spüren kann, also gerade mit meiner Kundschaft, wo man dann die Augen schließt und selber auch kann spüren, wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich jetzt meinen lieben Verstorbenen zu mir nehme. Und ich rede jetzt von Liebeverstorbenen, aber es kann natürlich auch eine Beziehung sein, die schwierig war. Wenn man vielleicht einen Vater hatte, der gar nie zu einem geschaut hat, oder einen Mann hatte, der vielleicht fremdgegangen ist, oder das Thema vielleicht auch Gewalt im Spiel ist, dann kann es auch sein, dass man eine schwierige Konstellation hat, oder Begegnung hat mit dem Menschen, der jetzt in Kontakt tritt. Und dort ist eine Möglichkeit, dass man nachher miteinander auch in eine Versöhnung kommen kann. Dass man wenigstens sich wenigstens annähern kann, wenn man merkt, ich kann noch nicht vergeben. Das ist ja auch manchmal schwierig. Also, ich habe auch schon Leute erlebt, die sagen, also ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass jetzt meine Verstorbenen so alles preisgibt. Weil zu Lebzeiten hat er ja nie zugegeben, dass es das und das gemacht hätte. Und dann plötzlich in der medialen Sitzung geht es plötzlich einfach von alleine. Da muss man mal zuerst damit umgehen, wie gehe ich jetzt damit um? Möchte ich überhaupt verzeihen? Kann ich jetzt gerade verzeihen? Oder brauche ich vielleicht auch selber noch ein bisschen Zeit? Und klar, wenn man eine schöne Beziehung hat, dann ist es einfach schön. Dann kann man einfach die Liebe spüren. Aber das kann ich mir noch vorstellen, wenn er Sachen nachher rauskommen und er gar nicht die Stellung nehmen oder sie, dass das auch noch einmal ein riesen Schritt auch für die Menschen sind, die hier noch leben, dass sie dort wie vergeben können mit der Zeit. Genau. Und dass man merkt, dass sie, wenn sie denen sind, nicht mehr gleich denken und dass es ihnen recht ist. Je nachdem, was sie gemacht haben. Das ist eigentlich heilig auf beiden Seiten, die da entstehen kann. Und ich merke auch während dem Jenseitskontakt, dass es wahrscheinlich wie ein Zeittraffer ist. Ja, nicht nur, weil jetzt wir einen Jenseitskontakt haben, sind die Menschen plötzlich anders. Aber ich merke, wie manchmal aus einer Ruhe einkehrt, obwohl ich gerade am Anfang des Jenseitskontakts mehr aufgewühlt erlebt habe. Und dann zeigen sie mir, dass immer mehr einfach auch so der Frieden kommt wieder. Und auch eben im Wissen, ich bin nicht mehr die gleiche Person wie vorher. Ja. Ich habe mich verändert und bitte so, manchmal höre ich sogar auch, dass sie sagen, bitte akzeptiere das auch und gib mir auch eine Chance, dass ich heute nicht mehr die Person bin, wo ich vielleicht zu Lebzeiten war, dass ich vielleicht ein neuer Vater bin oder ein neuer Partner bin, weil ich das und das kapiert habe, weil ich weiss, was ich eben gemacht habe. Und das ist natürlich auch wieder an uns, lassen wir das zu. Ja, oder? Genau. Sind wir so grosszügig? Sicher auch ein Prozess. Ja. Das habe ich auch das Gefühl. Aber
so wertvoll. Nicht? Ja. Ist es so wertvoll. Und vor allem, eben, weil ich immer wieder sage, ich habe jetzt das gelernt, 6 Jahre, die Ausbildung, aber es können alle anderen auch. Mein Lehrer hat immer gesagt, es können alle singen, aber nicht jeder ist ein Sänger und das finde ich echt mal gut. Also, darum habe ich auch YouTube-Videos, die ich extra auch gemacht habe, damit sich meine Klienten oder auch andere Leute einfach können verbinden mit ihren Verstorbenen. Dass auch wenn man das jetzt nicht weiss, wie das geht, oder man vielleicht auch ein bisschen Angst hat davor, was passiert jetzt, wenn da so ein Geist kommt, hat ja nichts mit Science-Fiction zu tun oder irgendwelche Horror-Stories, wo man sich jetzt vorstellt, dass da etwas Gruseliges könnte sein. Einfach nur ein Verbinden. Und manchmal, wenn wir jetzt die Übung machen bei mir im Raum, dann spüre ich manchmal einfach eine Wärme irgendwo bei sich. Manchmal ganz konkret an einem Ort. Ich habe jemand mal gesagt, ja, das Bein wird jetzt ganz warm, das rechte Bein. Oder manchmal spüre ich einfach auch die Wärme im Herz oder vielleicht im Rücken, ein Kribbeln. Es kann auch sein, dass plötzlich eine Farbe entsteht. Und das sind so ganz viele Zeichen, dass jetzt eben die verstorbene Person ganz nah ist. Und dann müssen wir immer auch am Schluss eine Verabschiedung machen. Nicht, wie sich an der Verstorbung auflöst, sondern eben zu spüren, wie fühlt es sich dann eben an, wenn ich jetzt wieder so mir vorstelle, die verstorbene Person geht wieder ein bisschen weiter weg. Weil unser Körper reagiert sofort auch wieder drauf. Und das ist eigentlich mehr die Idee, dass wir im Alltag irgendetwas machen. Du bist in der Küche, etwas am Arbeiten und plötzlich spürst du vielleicht gerade die Wärme um dein Herz. Dann kommt sie gerade in den Sinn, sie ist gerade da. Ja, das ist es eigentlich. Das ist so ein Trainieren und ein Üben. Wie fühlt es sich an, wenn die Seele nah ist und wie fühlt es sich an, wenn sie weiter weg ist. Und das kann aber jeder, wenn er will, oder? Ja. Also von dem her. Einfach eine Übung. Ja, genau. Und wir müssen nicht mit dem Kopf immer reinfunken, einfach mit dem Herz hören. Ja, es ist ja auch schwierig, wenn irgendein Zeichen kommt und dann denkt man im Kopf hinten, gell? Nein, das ist sicher nicht das. Und er hat sich, oder sie hat sich Mühe gegeben, eben dran, sie merkt es nicht. Das ist, glaube ich, Schlimmste für die geistige Welt, oder? Ich habe das Gefühl, und manchmal sind die Zeichen wirklich fein, gell? Die Leute haben das Gefühl, man weiß nicht, was sie sind. Sonst schmeckt man vielleicht eine Zigarette, die er gebraucht hat, oder eine Stumpe, oder derjenige. Oder danach, es muss nicht einmal ein grosses Zeichen sein, habe ich gemerkt. Es reicht. Ein kleiner Gedanke, ein kleines Feins. Darum ist mir eben auch der Podcast Leibeli so wichtig. Ja, genau. Weil manchmal sind es Väter, die einem einfach begegnen, wo man vorher immer ist spazieren, aber plötzlich findet man überall die Väter. Oder Schmetterling. Genau. Ja, also es ist doch schön. Oder ich habe auch schon gehabt, während meinem Jenseitskontakt, dass mir der verstorbene Mann gerade erzählt hat, dass er immer als sich als Greifvogel seiner Frau zeigt, weil sie ein bisschen auf dem Land gewohnt haben. Und der Moment, wo er das beschreibt und ich das Bild kann von dem Vogel, der oben drüber schwebt, höre ich doch den Schrei von so einem Milan. Also bei uns im Räumchen, oder? Und dann schauen wir beide raus zum Fenster und prompt, dort oben ist einer am Fliegen. Ist das und das ist doch gerade einfach ein Zeichen, das doch einfach... einfach gerade einfach postwendend gekommen ist. Es gibt schon mehr als das, was wir meinen. Gell? Und du machst wie die Verbindung. Ja, also man sagt ja, ein Medium ist der Kanal Mitte. Und klar brauche ich natürlich die geistige Welt. Ja. Ich rufe einmal mein geistiges Team zu mir, dass sie mich unterstützen für die Verbindung. Ich bitte einmal Teilenergie darum, dass sie sich aufspannt wie ein Schirm über uns. Dass eben wirklich so viel Heilung darf geschehen, wie es für alle Beteiligten gerade stimmig ist. Das ist mega schön. Genau. Was machen denn die Verstorbenen dort? Können wir uns das vorstellen? Also sie hocken nicht auf einer Wolke und irgendwie Harfe spielen. Das habe ich noch nie wahrgenommen, obwohl Harfe spielen sicher etwas Schönes ist. Sie zeigen sich oft an einem Ort, wo sie einfach in eine innere Ruhe kommen können. Also manchmal ist das ein Wanderweg, den ich sehe, und ich mache es gerade irgendwie in die Berge rauf. Und sie zeigen mir auch, dass sie jetzt die Wanderschuhe geschnürt haben und irgendwo wirklich am Laufen sind. Es kann manchmal auch andere Kulisse sein, auch außerhalb der Schweiz. Ich habe auch schon Strand gesehen, ich habe Norden, ich habe Süden schon gesehen, ich habe verschiedene Orte gesehen auf dieser Erde. Darum sage ich auch, die geistige Welt ist parallel zu unserer Welt. Das ist das, was ich so wahrnehme, das ist nicht irgendwo weit weg, sondern die sind eigentlich auch da, vermutlich auch jetzt in unserem Raum, sind vielleicht auch unsere Verstorbenen. Ich muss sie heute nicht mehr wahrnehmen wie als Kind. Ja. Das ist, bin ich auch sehr froh, aber ich glaube ganz klar, dass wenn wir jetzt auch gerade über die Themen reden, dass sie sicher auch zahlreich da sind in diesem Raum und uns sicher nicht stören, aber einfach vielleicht neugierig sind. Und ja, und manchmal zeigen sie mir wirklich auch, was sie machen, was sie am Ende gerade zu tun haben. Und es sind, das kann man so ein bisschen ähnlich vergleichen wie die Berufe, die wir hier haben.
Ich hatte schon Seelen, die mir von Entwicklung geredet haben, dass sie im Kollektiv miteinander an so erneuerbare Energien oder neue Baumöglichkeiten dran am Arbeiten sind. Also der Mensch hat sich aber zur Lebzeit auch schon über das Thema interessiert und in der geistigen Welt macht das irgendwie weiter. Aber nicht nur alleine, sondern mit anderen zusammen aus der geistigen Welt. Dann hatte ich schon Leute, also ich rede immer von Leuten, von Verstorbenen, die mir gesagt haben, dass sie zum Beispiel gerade speziell für all die Kinder, die kommen, dass sie für die da ist, dass sie eine Geschichte erzählt, dass sie so wie in dieser Zwischenstation da ist. Jemand, der mal wegen Drogen verstorben ist, genau, hat mir gezeigt, dass er gerade jetzt gerade vielen Jugendlichen hilft, weil er selber die Erfahrung gemacht hat, wenn sie eben gerade so einen Drogentod sterben, dass er für sie da ist. Also es sind unzählige, die ich schon erlebt habe. Aber es kommt auch darauf an, natürlich, gell, wenn du frisch in die geistige Welt kommst, dann bist du so fest mit dir zuerst mal beschäftigt, vielleicht die ersten paar Jahre, bevor dann du jetzt mal vielleicht einen Beruf wagst. Mhm. Ich denke, das ist alles das Gefühl von, wann bin ich parat. Ich habe auch schon Seelen erlebt, die nach dem Tod, wenn sie vielleicht ganz schlimme Krankheiten hatten oder sehr abrupt verstorben sind, so in eine Art Gokon-Phase kommen, wo sie noch wie eine Art gehen, kuren, so zum Erholen. Zum Erholen. Ja. Wo es einfach wirklich nur darum geht, so wie so in Watte gepackt zu werden. Also man muss einfach wissen, dass egal wie jemand verstorben ist, dass unseren Verstorbenen in der geistigen Welt nachher allen immer gut geht. Egal wie man gestorben ist. Ob es ein Suizid ist, ob es eine lange Krankheit ist oder etwas Plötzliches passiert ist. Es gibt da keine Wertung, wo irgendjemand könnte bestraft werden oder irgendwie länger irgendwo muss warten oder so. Manchmal hört man unglaubliche Geschichten. Ich habe das so noch nie erlebt. Ja, das, was man da so gehört, wo einem Angst macht von der Kirche her oder so, ja, dass man da irgendwo in die Hölle kommt oder was auch immer. Also das gibt es nicht mehr, schon nicht allein, oder? Wenn man aus dem Körper geht. Nein, ich habe über die Mal gespürt, dass andere kommen. Und einfach vor allem vom Gefühl von Energie her, es ist immer etwas Gefreutes, eigentlich, wenn man dann darf gehen. Und ich merke oft auch, wenn sie Krankheit haben und vielleicht auch nicht mehr ansprechbar sind, dass sie zum Teil einfach schon in die geistige Welt ein bisschen schauen und manchmal wieder in den Körper hineinkommen. Dass wir das auch dort, so wie wahrscheinlich auch am Anfang von unserem Leben, auch am Ende von unserem Leben immer wieder mal so ein bisschen eine Durchlässigkeit erfahren. Genau, das ist nicht einfach so ein abruptes, also wenn man jetzt eine Krankheit hat natürlich, nicht einfach so einen abrupten Stopp macht. Darum ist es sicher heftiger, wenn man einen Unfall oder einen plötzlichen Tod stirbt, weil man sich vielleicht noch nicht hat darauf vorbereiten konnte. Ja, also nicht jeden Fall, Körper und nachher, ich hatte vorher auch schon mal gehabt, der gesagt, er hätte ein paar Tage gewusst, dass er nachher wird sterben. Das hatte ich auch schon gehabt. Also das kann vielleicht sein, dass es das auch gibt, dass man so eine Vorahnung oder das Gefühl hat. Dann kann man sich ja vorstellen, wenn jemand Demenz bekommt und er nur noch im Bett liegt und eigentlich nicht mehr wirklich da ist, dass derjenige bereit zum Reiseln ist. Ja. Und zwischendurch, wenn man es ein bisschen ankommt und schüttelt, kommt er wieder zurück in den Körper. Ja. Macht vielleicht die Augen auf und denkt, was mache ich jetzt hier? Bin doch schon weg. Ja, ich glaube ja. Ich habe sogar mal, ich kann jetzt nicht sagen Jenseitskontakt gehabt, aber es war mal eine Dame gewesen, und ich durfte mich verbinden mit ihr, die starke Demenz hatte und die hat mit mir kommuniziert. Also das geht ja auch schon. Bereit. Ja, weil sie halt einfach ein Teil schon irgendwie in der geistigen Welt ist, dass ich auch mit ihr einen Kontakt machen konnte, wo sie noch gelebt hat. Und wie war das für sie? Hat sie das können sagen, wie das ist, wenn man sie berührt und sie zurückgeht in den Körper? Das hat sie so nicht gesagt. Sie hat einfach immer gesagt, dass sie immer wieder geht. Das habe ich jetzt erfahren, dass das wirklich eben auch möglich ist, sogar bei Demenz, dass sie gar nicht immer so da ist. Und bei Menschen, die starke Schmerzen haben, die haben mir, also Verstorbene haben mir schon gezeigt, dass wenn es ganz, ganz schlimm wird mit den Schmerzen, dass sie dann auch sich ausklinken können. Dass man also nicht jeder Schmerz muss aushalten. Auch wenn vielleicht der Körper stark darauf reagiert, heisst nicht, dass die Seele selber so im Schmerz sein muss. Sie kann wirklich dann so wie einen Ausweg finden für einen Moment, bis sich wieder beruhigt hat. Also es ist eigentlich für die, die hier sind, um die Leute herum noch beruhigen, wenn man das weiß. Dass man wirklich, manchmal hat man ja wie ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, was kann ich denn noch machen? Aber wenn man das weiß, dass sie ja schon am Reisen sind und es eigentlich gut geht, dass wir hier auch etwas besser können mit solchen Sachen umgehen können. Und es kommt übrigens mal, dass mir die Verstorbenen sagen, dass sie wissen, dass ihr das Gegenüber noch damit hadert, weil sie gedacht haben, sie hätten nicht alles gemacht. Ja. Oder die Beerdigung sei nicht so gewesen. Und das kommt manchmal von den Verstorbenen aus, dass sie das einfach spüren, dass sie
immer noch so damit hadern, wo sie doch so gut für sie geschaut haben. Mhm. Oder? Und dass man genau vielleicht auch gerade das Defizit, das meine Kunden in, mir in sich inne haben, dass sie das auch loslassen dürfen, die Schuld. Oder vielleicht ein schlechtes Gewissen oder eben auch das Ohnmachtsgefühl, nicht zu wissen, habe ich das jetzt richtig gemacht für die Mami oder für den Vater, bin ich, habe ich alles gegeben, dass das einem auch in der Energie nämlich selber zurückhaltet. Das gibt dem dann auch eine gewisse Ruhe und einen Frieden hier, oder? Wenn man das weiss. Ja. Sonst drehst du es jahrelang mit dir um. Ja. Hm. Wie fühlst du dich nach einer Sitzung? Hast du viel Energie oder bist du eher ausgelaugt? Ich habe im Moment gerade viel Energie, jedes Mal. Weil ich ja als Kanal arbeite, nehme ich ja nicht von meiner eigenen Energie weg, sondern ich komme ja Energie über. Und bei manchmal sogar ein bisschen kribbelig und hibbelig. Also vor allem so nach, wenn ich noch irgendwie 2-3 Minuten mit den Leuten einmal rede, habe ich es vielleicht so wie ein Duracell-Häschen. Total. Aber klar, das kommt dann eigentlich schon oben ab. Aber das ist auch dann normal, dass sich dann wieder so wie nach einem anstrengenden Tag, sage ich jetzt mal, man dann auch so gut entspannt ist daheim. Aber nie, dass ich das Gefühl habe, ah, es ist mir zu viel. Und es ist auch so, dass eigentlich die Arbeit, die ich darf machen, und ich mache nicht nur mediale Arbeit, sondern auch sensitive, dass die für mich ja eigentlich so gewinnbringend ist. Und so, ja, ich habe so mit Menschen zu tun, man ist so echt. Und man kann sich das Leben lang kann man irgendwie den Leuten etwas vormachen, auch wenn sie bei mir hocken. Dann fließen Tränen und dann sind sie einfach echt. Und das echte Gefühl, das ist für mich auch so etwas wertschätzend. Weißt, die haben das Vertrauen zu mir. Ja. Und ich habe gleichzeitig immer wieder auch das Gefühl in mir, dass ich einfach dankbar sein kann für all das, was ich da in meinem eigenen Leben lebe. Dass der Tag, auch wenn er wirklich manchmal Nebel überhangen ist, dass er gleich ein wertvoller Tag ist. Und dass ich so, ja, auf dieser Mission bin mit meinem Leben, mit dem, was ich machen darf. Das geht mir auch so. Hast du das auch so gefühlt? Ja, nach Hypnosesitzungen bin ich immer so zufrieden. Und es ist so schön, wenn man die Leute sieht, da zur Praxis auslaufen, strahlen, erleichtert und glücklich. Es ist so eine Berufung, wenn wir die dürfen leben. Wir haben ja schon das Glück auf Erden. Ja, ich würde sagen, die Glückskinder. Ja, genau. Jetzt kommen wir zur letzten Frage oder zur letzten Bitte. Was würdest du den Leuten da draussen mitgeben, was würdest du für einen Tipp geben, wo jeder nachher nach dem, was sie da gehört haben, ja alles mitnehmen kann? Ja, ich habe verschiedene Tipps. Was mir jetzt gerade einfach kommt, ist, dass wir haben alle einen Kopf bekommen, ein Herz und auch ein Bauchgefühl, dass wir manchmal den Kopf ein bisschen zu wichtig nehmen, dass doch der Kopf uns oft durcheinander bringt, in Zweifel bringt, in die Unsicherheit bringt und dass wir ein bisschen mehr, wenn wir noch ein bisschen mehr nach unserem Herz würden leben, auf unser Herz würden hören. Und ich rede auch immer oft davon, wenn wir nachher die Übung machen, stell dir vor, dass dein Herz ganz weich und warm ist und offen ist für die Begegnung und dass man eben auch sich darf öffnen, gerade auch eben auch all dem, wo wir einfach nicht können sehen, wo wir einfach nur dürfen erfühlen, spüren. Und das sind genau die Verbindungen zu unseren lieben Verstorbenen, weil die einfach immer noch da sind. Die verlassen uns nicht. Wir sind nur die, die manchmal die Verbindung nicht, ja, nicht können mit ihnen machen können, weil wir das Gefühl haben, das geht ja gar nicht. Und wenn man in das Vertrauen kommt, dass es möglich kann sein, weil wir eben ein offenes Herz haben, dann spüren wir vielleicht plötzlich ganz, ganz viel. Und das ist dann vielleicht kein Feuerwerk, sondern es sind die kleinen Sachen. Und das würde ich wahrscheinlich mit auf den Weg geben, ja. Also, dass die Menschen sich das alle selber zutrauen können. Ja. Dass jeder fähig ist, das zu spüren, wenn er möchte. Ja, und schon Einstein hat gesagt, es ist alles Energie. Ja, genau. Und die Energie, die ist immer noch da. Mir hat einer Verstorbenen gesagt, muss ich noch schnell sagen, das war ein sehr wissenschaftlicher Typ, glaube ich, wenn ich das jetzt noch, ich weiss nicht genau, wer es war. Aber ich weiss einfach nur noch, was er gebracht hat. Er hat gesagt, er sei jetzt einfach in einem anderen Aggregatzustand. Er hat so ganz klar gesagt, und ich dachte, was heisst das? Also, er sei jetzt einfach in einem Dampf, es ist jetzt nicht Wasser oder Eis. Es ist einfach ein anderer Zustand, aber es bleibt immer noch Wasser, wenn man es schmelzt oder irgendwie der Dampf nachher sich kondensiert. Und das habe ich so cool gefunden, weil der das von einer, sage ich jetzt mal, männlichen Seite her zeigt, gar nicht mit Esoterik oder sowas zu, sondern einfach ja, in einem anderen Zustand. Aber ich bin immer noch da. Das ist noch schön zu wissen, gell? Mhm. Und ich muss sagen, ich könnte die Sitzungen bei dir jedem empfehlen. Es ist so heilsam, wenn man das darf spüren und wenn man darf die Trauer ein bisschen verkleinern. Danke für deine
Dienstleistung, kann man sagen. Danke für deine Hilfe, die Menschen. Oh, schön, Frau. Danke vielmals, Nadja. Merci.